Herzlich willkommen, liebe Freunde der bildenden Kunst, zu einer neuen Ausgabe von Was Kunst Du? Denn das ist hier die Frage. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was Kunst Du? Denn das ist die Frage, die ich an unsere Gäste hier normalerweise richte. Deutschland, einst das Land der Richter und Henker. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu negativ. Kommen wir in die Jetztzeit. Heute das Land der Dichter und Denker. In der Vorbereitung dieser Sendung wurde auch ich zum Denker. Zum Beispiel musste ich darüber nachdenken, wen ich heute in die Show einladen sollte. Nomen est omen, also habe ich Grace Denker eingeladen, erfolgreiche Unternehmerin und Galeristin in Hamburg. Zwei ihrer Künstlerinnen und einen ihrer Künstler hat sie mitgebracht, nämlich Marion Meinberg. Auch hier Nomen est omen, Meinberg zu Gast bei Dumont. Und wenn wir schon Wortspielerei betreiben, picken wir uns noch eine tolle Künstlerin heraus, Melanie Pickersbauers. Nach so viel charmanten Damen brauchen wir als Hahn im Korb noch einen Galan. Wir freuen uns auf Christian Galan. Danke, schön, dass ich hier sein darf. Ja. Und diese tolle Erfahrung auch machen darf. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid, liebe Grace. Eine Künstlerin hattest du ja noch angemeldet, die ausgefallen ist, weil sie an dem Drehtag hier leider dann eine Operation hat. Nicht? Das richtig. War dann etwas kurzfristig. Man weiß sowas ja immer nicht vorher. Das ist wie mit Weihnachten. Ja. Das kommt auch immer ganz plötzlich. Ne? Ja, es ist leider so. Wir können das nicht ändern. Aber dafür hat Melanie Pick eine gute Chance. Und ja, und wir freuen uns riesig, hier zu sein. Und vielen Dank, dass Sie uns oder du uns eingeladen hast. Genau, wir haben uns aufs Du geeinigt. Ne? Genau. Das macht es in der Künstlerin auch immer so ein bisschen fluffig und locker. Und so soll das ja hier in der Sendung ja auch rüberkommen. Wir wollen ja keine staubtrockene, gesiezte Sendung hier abhalten, sondern wir sagen Du zueinander. Ne? Das haben wir so abgemacht. Ja, liebe Grace, du betreibst in Hamburg sehr erfolgreich eine Sprachenschule. Das ist richtig, ja. Und das Interessante ist, du hast gar nicht Sprachen studiert, sondern Wirtschaft, nicht? Bitte? Du hast gar nicht Sprachen studiert, sondern Wirtschaft. Genau, ich habe Business English, Business Economics in London studiert. Und genau, ich kam damals in 2006 nach Deutschland. Mhm. Und dann habe ich eine Stelle bei Berlitz. Ich weiß nicht, ob du Berlitz kennst. Das ist eine Sprachenschule, ja. Genau. Und ich war zuletzt Direktorin von Berlitz. Und dann habe ich mich entschieden, meinen eigenen Weg zu gehen und meine eigene Schule zu gründen. Und das habe ich gemacht. Und genau. Und in 2017 es ist so, dass ich gehe immer nach meiner Intuition und Kunst war immer etwas, ein Teil meines Lebens. Ich habe immer Kunst gemacht, es war aber in Hintergrund. Das heißt, du bist auch selber Künstlerin. Ich bin Heute Abend bist du hier als Galeristin. Genau. Es gibt eine zweite Sendung mit dir, die stellt dich als Künstlerin vor. Genau. Mit einer ganz tollen Lebensgeschichte. Da gehen wir in der Sendung dann noch mal ein bisschen näher drauf ein. Aber heute Abend eben die Unternehmerin und die Galeristin. Das Unternehmen, das ist sozusagen dein Hauptbusiness, der Broterwerb, sagen wir mal. Die Galerie ist ein bisschen Leidenschaft, nicht? Genau, ist ein Projekt meines Herzens. Also das ist etwas, was ich tue, weil ich einfach Kunst liebe. Und ich möchte auch nicht nur meine Kunstwerke ausstellen oder präsentieren, sondern hauptsächlich Künstler zu unterstützen und die Chance zu geben, ihre Kunstwerke in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja. Und genau, es gibt so viele Künstler und manche haben keine Chance, in der Öffentlichkeit ihre Kunst zu präsentieren. Und ich möchte solche Künstler die Chance geben. Und natürlich es ist immer gut, neue Künstler zu begegnen und mit denen auszutauschen und natürlich zu unterstützen, wie weit ich kann, so weit wie ich kann. Ja, aber die Galerie ist für mich ein Projekt, was ich mache, einfach weil es ist meine Leidenschaft, die Kunst.
Ja, das ist ja ganz großartig, wenn man zu dir in die Galerie kommt, als ich dich dort besucht habe. Hatte ich natürlich so die Vorstellung, ja gut, man geht in eine Hamburger Galerie, wahrscheinlich ist da kein Mensch drin, außer der Galeristin. Und dann bin ich in eine, ja, in ein historisches Gebäude, glaube ich, es war, glaube ich, eine Fabrik oder so in der Art, ne, in der Hamburger City Süd. Richtig. Wo genau? Das ist in der Hammerbrookstraße 93, es ist so ein Industriehof. Genau. Und dann bist du im vierten Stock, glaube ich. Ne? Richtig, ja. Ja, und man denkt ja erstmal, man kommt da so hin, dann ist wahrscheinlich unten ein Schaufenster und da irgendwo ist dann so eine Galerie. So war es aber nicht. Man musste tatsächlich erstmal in den Fahrstuhl in den vierten Stock fahren und dann gehen da Türen von ab und irgendwo steht dann eben dein Name und da habe ich dann geklingelt. Richtig. Dann ging die Tür auf. Und man sah schon Kunstwerke rechts und links, ein ganz langer Flur oder so Loft-ähnlich ist es eigentlich bei euch. Und das Spannende war aber, rechts und links gingen dann verschiedene, ich nenne es mal Konferenzräume ab. Richtig. Da waren Glastüren drin, ich konnte also durchgucken. Genau. Und du sitzt quasi opposite zu dem Eingang, also ganz am Ende des Flurs hast du dein Chefbüro. Genau. Und da musste ich ja jetzt erstmal hin, habe also immer rechts und links geguckt und war erstaunt, brechend voll die Seele, nicht? Also diese Konferenzräume. Und ganz viele Menschen, ganz, ganz viele. Das hatte ich so nicht erwartet. Ich dachte, was ist hier los? Eine große Vernissage, möglicherweise, von der ich nichts weiß. Genau, das ist halt das Unternehmen, die Schule. Genau. Und ich habe so ein Konzept gehabt, wo ich wollte Kunst, also beziehungsweise die Galerie und die Sprachschule unter einem Dach also bringen. Mhm. Und dann habe ich diese Fläche, also diese Räumlichkeiten gefunden. Und also der erste Moment, als ich die Fläche gesehen habe, wusste ich sofort, dass ich dort meine Galerie gründen möchte. Aber es war ohne Wände, es war ganz offen. Es war keine Wände. Und dann dachte ich, okay, ich möchte auch hier Workshops und Kurse, weil eigentlich das ist mein Hauptberuf, die Schule. Und dann dachte ich, okay, gut, dann mache ich das so, dass ich mache eine offene, ganz große Fläche, wo Kunst präsentiert wird. Und dann noch dazu mache ich auch Konferenzräume, wo auch Workshops und Unterricht und Kurse durchgeführt werden können. Und hat wunderbar geklappt. Und, das Tolle ist eben, es kommen in diese Galerie sozusagen ständig alle möglichen Menschen, die vielleicht erstmal gar nichts mit der Kunst zu tun haben, die aber die Kunstwerke natürlich trotzdem sehen und wahrnehmen und dann möglicherweise dafür interessiert werden. Richtig. Viel besser also im Grunde genommen deine Idee als die aller anderen Galeristen, die irgendwo eine Galerie haben, wo aber auch nur Leute reingehen, die definitiv in die Galerie wollen. Genau. Also sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn man so möchte. Richtig, ja. Also großartige Idee, die bestens funktioniert. Du hast im Moment eine Ausstellung Remix in Fusion. Und was willst du da was zu sagen? Ja, das sind 17 Hamburger Künstler. Weil ich habe diese Idee gehabt, übrigens die nächste Berliner, also Künstler, kommt im Februar. So, also diese Ausstellung, diese jetzige Ausstellung sind von 17 Hamburger Künstler und drei davon sitzen hier mit uns. Und das sind Kunstwerke abstrakt, figurativ und eine Mischung, also Mischung von, es ist aber contemporary. Deshalb dieser Remix und Fusion. Und die Ausstellung läuft bis 6. Dezember. Und dann gibt es natürlich die Weihnachtspause. Und ja, jetzt ist das natürlich ein bisschen blöd, weil wir zeichnen die ganze Sendung jetzt Ende November auf, vom Jahr 2018, ausstrahlend nur 2019. Das heißt, da haben wir natürlich jetzt so ein bisschen diesen Zeitlauf. Wir senden das ja nicht nur im Fernsehen hier bei Tide, sondern wir stellen es dann auch auf die YouTube-Kanäle. Ne? Da kann man das dann immer gucken und mit euren Webseiten verlinken. Das ist eigentlich immer der Tipp an alle unsere Zuschauer, die selber Künstler sind. Die können sich natürlich bewerben hier bei Tide. Die können sagen, ich möchte auch mal auf den heißen Stuhl zum Cosmo und meine Kunst präsentieren. Ja, und weil wir das eben aufzeichnen und erst später ausstrahlen, haben wir dann natürlich solche zeitlichen Komponenten, wo man sagen kann, ja, die Ausstellung, die läuft noch bis Dezember, ne, klar. Die kann man also nicht mehr sehen, wenn wir die Sendung ausstrahlen. Dann ist diese Ausstellung zunächst beendet. Aber über
dich und deine Galerie kann man natürlich immer zu den Künstlern auch wieder den Kontakt herstellen. Genau. Also weit über diesen Ausstellungstermin hinaus ist es natürlich möglich, dann einzelne Werke oder einzelne Künstler sich auch langfristig über deinen Kontakt anzuschauen oder eben auch vorzugsweise Bilder zu kaufen. Ihr verkauft ja die Bilder, ja. Oder? Oder ist das eine reine Ausstellungsgalerie? Nee, doch, schon. Also wir verkaufen die Bilder. Und Künstler, die dürfen auch, also können auch und wenn die wollen, bei uns auch ausstellen, kostenlos. Aber wenn die halt eine Vernissage haben wollen, dann natürlich dann einen Beitrag dazu bezahlen müssen. Ansonsten ist das ja, wenn wir was verkaufen, dann bekommen wir eine Provision. Mhm. Ganz normal wie jede andere Galerie. Aber ich finde das ganz beachtlich, dass du sagst, die Ausstellung prinzipiell ist erstmal kostenlos. Es ist ja heute auch üblich, dass Galerien durchaus sagen, aufgrund der hohen Mieten überall, da muss eine Kostenbeteiligung geben. Ja, ne? Also wir nehmen eine Provision, wenn wir was verkaufen. Das ist ja, ne, wir wollen ja die Künstler unterstützen, aber man muss nicht eine Vernissage haben. Man kann einfach sagen, also ich möchte was ausstellen und dann, also stell, wenn die Verfügbarkeit da ist, stellen wir gerne. Ne? Und also nur wenn wir wirklich was verkaufen, dann verdienen wir was. Und das ist auch, ich finde das einfach nur fair. Und, aber wenn man eine Vernissage haben möchte, dann, also das ist ja so ein Celebration. Und da müssen die Künstler einen Beitrag dazu zahlen. Und die können auch bis 10 Leute, also letztes Mal haben die bis 30 Leute eingeladen. Und aber nicht alle, ich glaube einige nur 10 Leute. Und das ist so ein fairer Kompromiss, wo man denkt, also man sagt, okay, ein Beitrag zu der Vernissage und alle anderen Kosten, Miete oder, also es ist nicht nur Miete, Personal und alles anderes, was mit der Organisation zu tun, dass wir alles übernehmen. Also wie gesagt, das ist ein Projekt meines Herzens, aber natürlich möchte ich, nicht so dicke, fette Gewinn machen davon, aber es muss kostendeckend sein und das heißt, als Businessperson, ich habe ja Business Economics studiert und also ich gucke immer, dass also die Kosten sind bedeckt und das ist irgendwie, dass es funktioniert. Und natürlich am Anfang ist es schwierig, weil man muss, aber es ist eine gewisse Investition, was man dann so, ne, also kalkuliert und sagt, okay, aber irgendwann muss man dann gucken, dass die Kosten bedeckt sind. Ja, man weiß ja sozusagen nicht, wie viele Kunstwerke werden verkauft. Nicht? Das ist, also richtig, das ist ein Risiko. Unbekannte Faktor in einer Ausstellung. Das ist ein Risiko. Aber die gute Sache ist, also diese Idee, das Konzept, die Sprachschule und die Galerie, das heißt, die Sprachschule benutzt auch die Räumlichkeiten, okay, andere, also die Räume, die Konferenzräume. Aber die eigentlich die die große Kosten, was da ist, ist die Vernissage. Und wenn keine Sprachschule da gewesen wäre, dann wäre das anders. Dann muss die Galerie dann die Mietkosten alleine tragen. Genau. Und deswegen ist das eine Kalkulationssache. Ja. Und deswegen habe ich die Sprachschule so, das Konzept, dass die Sprachschule benutzt einen Teil von den Räumlichkeiten. Und also die Sprachschule läuft wunderbar. Und deswegen ist das dann, wenn man Vernissage, was dann also so viel Geld kostet, dass ich sage, also dass die Künstler, also einen Beitrag noch dazu zahlen und es ist auch nicht viel und die haben sozusagen nothing to lose. Also, genau. Die bekommen Werbung und Promotion und eine tolle Vernissage und also übrigens, was auch ganz gut ist, wenn die Künstler sich für eine Vernissage entschieden, ist das immer gut, weil die meisten Kunstwerke werden in der Vernissage verkauft, weil es ist so. Ich weiß nicht, ob es an der Alkohol liegt, aber vielleicht. Aber ich finde das immer eine gute Option, eine Vernissage zu haben, aber natürlich gibt es die Option, wenn man sagt, ich möchte keine Vernissage, ich kann keinen Beitrag bezahlen und was wir bis jetzt noch nicht gehabt, weil der Beitrag ist ziemlich klein
Und ja, das ist ja auch immer so eine Sache. Also als Künstler, wenn ich eben in meinem Atelier, was ja auch schon Geld kostet wahrscheinlich, irgendwas male oder irgendwas erschaffe, in der Regel habe ich ja Materialkosten, ich muss also sowieso investieren, dann habe ich meine Kunstwerke fertig und nun möchte ich die natürlich irgendwie an die Leute bringen. Ja, also ich unterstelle immer mal, dass es jetzt keine Hobbykünstler sind, sondern schon Künstler sind, die dann auch sagen, wir möchten da auch Geld mitverdienen. Und dann muss es ja weitergehen. Ich muss dann natürlich in meine eigene Vermarktung Geld investieren. Und völlig egal, ob ich auf eine Messe gehe, wo ich dann Messekosten habe. Oder selbst wenn ich sage, ich miete mir selber Räume und stelle dort aus, dann habe ich ja diese Mietkosten auch. Ja. Ja, also ich finde es eigentlich völlig legitim, dass natürlich auch eine Galerie muss ja wirtschaftlich geführt werden und muss nicht nur Kosten decken, sondern im Prinzip ja auch Gewinn erwirtschaften, damit das weitergeht, weil sonst hört der Galerist irgendwann auf und sagt, das war eine blöde Idee. Richtig. Ne? Ganz klar. Und deswegen finde ich, ist es also völlig legitim zu sagen, ja klar, man muss sich als Künstler darüber klar sein, dass Künstler-Dasein kostet erstmal auch Geld. Ne? Ich muss also nicht nur in die Werke investieren, sondern auch in mich selber, in meine eigene Karriere, in meine Präsenz. Genau. Ja, weil wenn ich das nicht mache, dann bleibe ich sozusagen auf halber Strecke mit einem Haufen Kunstwerke, die ich erschaffen habe, stehen. Und habe keine Chance, dass es weitergeht. Und eine Garantie, dass Kunstwerke verkauft werden, gibt es ja im Prinzip nie. Genau, das ist das Risiko. Ist ja normal, aber es ist ja ein Risiko, wenn man dann doch was verkauft, dann ist es dann, dann ist es schön und wunderbar. Und dann, ja, natürlich. Aber ja, es geht ja auch so ein bisschen darum, überhaupt wahrgenommen zu werden. Ne? Also in die Öffentlichkeit zu gehen. In aller Regel mache ich ja nicht die Kunstwerke für mich selber, sondern um sie anderen Menschen zu zeigen und vielleicht auch Reaktionen auszulösen. Möglicherweise Kritiken auch einzufangen, was ja auch in Ordnung ist. Es muss ja nicht alles immer allen gefallen. Ja? Aber das regt ja an und das verbindet die Menschen. Kultur ist ja eine ganz wichtige Säule unserer Gesellschaft. Insoweit haben Künstler auch eine ganz wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ja. Ja, und wie wählst du deine Künstler aus? Also wenn du so eine Gruppe zusammenstellst, ja auch zu einem Themenbezug. Ja, also wie gesagt, man muss nicht unbedingt berühmt sein, weil das ist nicht das Ziel der Galerie. Aber Talente sind willkommen. Genau, junge Talentierte sind herzlich willkommen. Also das Lebenslauf spielt manchmal eine Rolle, aber nicht unbedingt, nicht immer. Hauptsache ist, dass man halt Leidenschaft hat, also leidenschaftlich ist und dass man halt, also die Auswahl der Farben natürlich und die Qualität der Arbeit und auch natürlich Komposition. Ne? Also das ist alles, was ich schaue und das ist ja immer so eine Sache. Elemente. Definier mal Qualität der Arbeit. Also Qualität ist hast du recht. Das ist schwierig, aber das sieht man halt. Wenn wir uns einen berühmten Künstler angucken, Jonathan Mese, ne? Ein berühmter Künstler, kennen glaube ich alle hier und die meisten unserer Zuschauer wahrscheinlich auch. Ja, was der aber so an Kunstwerken macht, könnte man natürlich sagen, Qualität im Sinne des malerischen Handwerkes, naja. Na, aber da ist natürlich ganz viel geistiger Gehalt dahinter. Na, ist aber natürlich von der Qualität der Malerei vielleicht, kann man vielleicht kritisch sehen, möglicherweise. Das heißt, was sind deine Qualitätsansprüche? Also Qualität für mich bedeutet, dass man halt, also das ist, was man sieht. Ne? Also man sieht das Bild und man schaut, was für Materialien der Künstler verwendet hat. Und natürlich gibt es also verschiedene Materialien in der Macht. Also man guckt, was für Qualität das ist und man schaut auch, welche, wie sagt man, zum Beispiel Christian macht was mit Holz. Ne? Es ist nicht einfach
Es ist nicht alle Art von Holz, sondern Recyclingholz. Und das mag, man kann sagen, ja, also das ist ja, was ist dann das für Qualität? Aber wenn man das genauer schaut, dann sieht man, wie er also mit den Farben, er hat Farben ausgewählt, die von hoher Qualität sind und auch wie er die Holzstücke zusammengebaut hat. Das ist etwas für mich Qualität. Also es ist natürlich eine subjektive Element, wo man, also was für dich zum Beispiel Qualität bedeutet, ist für jemand anders. Genau, es liegt im Auge des Betrachters. Und man kann ja sagen, Christian hätte nun auch sagen können, ach, ich lasse ein bisschen Tropenholz abholzen und mir daraus entsprechende Materialien als Trägermaterial für meine Kunstwerke anfertigen. Und das wäre sicherlich viel kritischer zu sehen, obwohl das vielleicht ganz edle Hölzer wären, auch sehr teuer möglicherweise. Aber der Recycling-Gedanke ist ja das Tolle. Ja, zum Beispiel das Bild hinter mir. Es war irgendwann ein Tor, das ich vor einem Haus gefunden habe, geklingelt, gefragt, ob ich das Holz haben kann. Natürlich, ich habe noch zwei Autos kaputt gemacht, weil ich ständig Holz finde und transportieren muss. Also du packst es dann immer spontan in dein gutes Auto genau. Ist das auf Dauer nicht so schön, ja. Man muss echt dann schneiden, schleifen und so weiter. Also es ist wirklich viel Arbeit, aber es macht Spaß. Mhm. Es war eigentlich ein Hobby. Mhm. Ich war eigentlich nicht bereit, mich als Künstler vorzustellen, aber Frau Denger hat mir Grace hat mich entdeckt, mir geschrieben und ich war erstaunt, okay, meine Bilder wurden entdeckt. Wie ging das mit der Entdeckung? Was also passierte da? So, ich habe meine Mitarbeiter einfach beauftragt, Künstler, weil sie müssen in Kontakt mit Künstler gucken, was Künstler in Hamburg machen und welche Künstler gibt es. Und die haben Recherche gemacht und dann haben die ein paar Vorstellungen mir, also Künstler mir vorgestellt. Okay. Und genau, und ich sah sein Werk und ich dachte, wow, das ist was Besonderes. Und wie gesagt, das ist für mich Qualität. Also ich weiß, das ist Recycling, aber auch die Botschaft, was dahinter ganz steckt. Genau. Das ist eine Verknüpfung für mich. Und dachte ich, ja, auf jeden Fall, ich werde ihn auch repräsentieren und Du musst aber ja schon irgendwo präsent gewesen sein, Christian, dass du entdeckt worden bist. Also du hattest eine eigene Webseite oder was? Auf Instagram. Okay. Komischerweise, ich hatte nie so viele Bilder gehabt, mehr mit was ich gekocht habe. Das war eigentlich mein Hobby, Kochen. Hat sich aber langsam entwickelt. Mhm. Nach einer Trennung zum Beispiel hatte ich nichts mehr gehabt. Und dann bräuchte ich zum Beispiel eine Kommode oder einen Kochinsel. Und dann habe ich alles selber gebaut mit Holz, das ich gefunden habe. Und langsam hat sich so entwickelt. Ich dürfte eigentlich nicht mehr so viel mit Holz arbeiten, weil ich arbeite als Masseur und ich brauche meine Hände. Also ich kann sehr gut eine Tischkreissäge benutzen, aber für mich ist es sehr gefährlich. Mhm. Da musste ich irgendwann mein Hobby Möbel erst mal so mit dem Hobby mich nicht so viel mehr beschäftigen, sondern dann habe ich das mit dem Malen entdeckt. Ich mache das nur seit, glaube ich, 2016. Ich war mehr aktiv. Mhm. Es ist mein Hobby und ich habe, muss ich schon sagen, ein tolles Feedback bekommen von Freunden, von Frau, von Grace. Du musst weiter, weil in dir steckt etwas. Auf jeden Fall. Auch danke. Steckt etwas.
Also alles doing by yourself. Also quasi, du hast es nicht an einer Schule gelernt oder du folgst einfach deiner Intuition, lässt das raus, was an Talent in dir ist. Und dann werden eben solche tollen Werke daraus, die eben zumindest, wo wir vorhin über Kosten des Kunstschaffens sprachen, Leinwände kaufen ist teuer, nicht? Ja. Ja. Das heißt, wenn man also deinen Weg da beschreitet und sagt, ich nehme einfach alte Materialien, die vielleicht sonst verfeuert werden, weggeschmissen werden, auf dem Müll landen oder sonst was, und mache daraus Kunst. Genau. Ja. Das ist doch ein toller Ansatz. Besonders. Ich wollte ja auch das Holz sozusagen retten, weil das Holz hat auch eine besondere Geschichte, also das kommt mit. Ich habe aber, muss ich schon sagen, ganz viel, ich habe das Glück gehabt, zwei tolle Onkels, von denen ich ganz viel gelernt habe, die waren so begabt, die können fast alles machen. Und dann habe ich auch viel gelernt, was später ich verwenden konnte. Das war vielleicht mein Glück. Mein Vater hat mir auch ein bisschen familiär bedingt. Ja, genau. Ich komme auch aus Rumänien, aus Bukarest, wo man alles machen muss, weil sonst wird es zu teuer. Deswegen, ich konnte von jeder etwas lernen. Also es hat durchaus Vorteile, wenn man, sagen wir mal, aus einem Land kommt, wo man doch noch darauf angewiesen ist, viele Dinge zu können. Das ist ja in Deutschland möglicherweise ein bisschen, geht das immer mehr zurück, nicht? Wir gehen einfach in irgendein Geschäft und kaufen irgendetwas. Ja. Wir können viele Dinge gar nicht mehr so richtig. Ich erlebe das bei mir selber, nicht? Also so diese Computergeschichte geht so rasant voran und ich komme kaum hinterher, mich da immer so auf dem Laufenden zu halten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist schon schwer. Die jungen, ganz jungen Menschen, also im Prinzip die Kinder, ne, die machen mir ja was vor im Computer. Die wissen ja ganz genau, zack, 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 wie das funktioniert. Das ist unglaublich. Und bei mir ist es so, dass ich mich da schon schwer tue und wenn ich so meine ganzen Programme am Laufen habe, bin ich froh und glücklich, dass es funktioniert. Aber das ist ja graue Theorie, denn Technik permanent versagt irgendwas und dann bin ich hilflos. Ja? Und das ist, glaube ich, was du auch so sagen möchtest, man braucht, wenn man in Rumänien aufwächst, ganz viele Talente. Und das ist was Tolles, weil man dadurch natürlich auch lebensfähig ist. Ja. Man kommt eigentlich in jeder Situation klar und ich behaupte jetzt mal, wahrscheinlich bist du nicht so schnell überfordert wie ich. Ich weiß nicht, wie talentiert du bist, aber ich habe ganz viel gelernt und ich kann viel machen, auch zu Hause. Etwas reparieren muss ich jetzt nicht mehr jemand holen, um meine Waschmaschine anzuschließen oder wie auch immer, wenn etwas kaputt geht, dann kann ich auch alleine das machen. Aber muss man das auch mögen? Ich bin ein Typ, der einfach macht. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann recherchiere ich ein bisschen und learning by doing. Ja. Wie ist es bei euch beiden gewesen, Marion Meinberg und Melanie Pick? Ob wir Dinge machen können, selber machen können? Ja, beziehungsweise eben auch, wie seid ihr da rangegangen an die Kunst? Wir haben ja das jetzt so ein bisschen gehört, beim Christian ist es eigentlich so gewesen, dass er aus einer ganz anderen Ecke kam und also die Kunst sozusagen ein bisschen zufällig ins Leben trat, ne? Kann man so sagen? Ja. Also soll ich anfangen? Ja. Also ich selber habe Grafikdesign studiert, aber habe darin nicht lange gearbeitet. Also vielleicht ein halbes Jahr. Und dann wollte ich eigentlich Buchillustratorin werden. Und das war aber gerade Mauerfall. Also waren ganz viele, die einfach unheimlich viel auch umsonst gemacht haben. Und es war auch noch gleichzeitig die Zeit, wo die kleinen Verlage alle zusammengefügt wurden. Und wenn man dann einen Kontakt hatte mit einer Lektorin, dann war der eigentlich einen Monat später auch schon weg. Okay. Und dann bin ich irgendwie, bei mir waren es so ein paar verschiedene Schicksalsschläge, die mich vom Zeichnen, das habe ich schon immer gemacht, in die Malerei gebracht haben.
Und dann habe ich ziemlich schnell ein Kind bekommen. Und dann habe ich, weil das alles nicht so einfach war, also wenn ich mal, brauche ich sehr, sehr viel Ruhe. Also ich brauche Ruhe, man darf mich nicht stören. Ach so, also deswegen die kritische Anmerkung mit dem Kind. Da ist so ein Kind natürlich kontraproduktiv, weil... Ja, ein Kind ist eigentlich so richtig ruhig ist das ja erstmal nicht. Ich glaube, man kann ganz viel einfach mit dem Kind machen. Also mein Sohn ist mit einer Lippenkiefer-Gaumen-Sägespalte geboren worden. Und der brauchte einfach immer mehr. Also der brauchte mich schon sehr. Ja. Und da habe ich dann angefangen, ich weiß nicht, auch Handpuppen zu nähen. Und damals auch habe ich viel für die Sesamstraße gemacht, abgezeichnete Bilder, Geschichten, teilweise selber geschrieben, die dann so zu einem Film wurden. Und später halt die Handpuppen und ich habe auch unterrichtet, also Kinder unterrichtet an der Kunstschule bei der Dr. Inge Flemig und Professor Peter Förster. Da habe ich 5 Jahre unterrichtet und parallel dazu immer gemalt. Aber es war nicht so, dass ich meinen ganzen Fokus einfach darauf geben konnte, dass ich einfach in die Malerei alles reinstecke. Also dafür war es zu unruhig, mein Leben einfach zu unruhig. Ja, aber doch ja eigentlich von Anbeginn ganz zielgerichtet und auf die Kunst zumarschiert. Ja, ne? Also ein bisschen anders als wie bei Grace, die uns erzählt hat. Ja, das war immer in mir. Mhm. Die Leidenschaft war immer da für die Kunst. Mhm. Aber beruflich habe ich ganz klar einen anderen Weg gewählt zunächst. Und habe gesagt, ich möchte Business machen. Ich möchte Geschäftsfrau werden. Ich studiere Economics. Und Business Economics. Ja. Und da ist der Unterschied sozusagen. Nicht? Also bei dir wirklich von Anfang an die Zielrichtung, das ist mein Beruf, etwas immer, Kreatives zu machen. Denn im Grunde genommen ist ja auch das Grafikdesign-Thema, geht ja schon in die Richtung. Das geht in die Richtung. Ist aber trotzdem auch da, wird alles, was kreativ wird, außer Haus gegeben, eigentlich an Freie. Also man muss als Grafiker nicht unbedingt gut zeichnen können. Also man muss es transportieren können, die Ideen. Aber es muss nicht jetzt perfekt sein oder die ganze Leidenschaft. Also wenn man Grafikdesign studiert, dann hat man einmal die Woche hat man dann Kunstunterricht. Und das war aber bei mir sehr gut. Also ich hatte da, finde ich, einen sehr, sehr guten Lehrer, der so 2 Sachen zu mir gesagt hat, die mich wirklich weitergebracht waren. Das eine war irgendwie, hat dann irgendwann mal gefragt, oh, Frau Meinberg, können Sie das auch aus dem Kopf? Das fand ich für mich ganz toll, weil ich dann wirklich angefangen habe, also nicht mehr so klein zu arbeiten. Es sind schon sehr feine Sachen, wenn man dicht rangeht, dann sieht man, dass es ganz, ganz viele Strukturen sind, die ich übereinander lege und immer wieder freilege. Und mir also auch die Struktur unglaublich wichtig ist zum Motiv. Also ergänzend ist das für mich einfach ein ganz wichtiger Schritt. Aber ich mal halt aus der Erinnerung. Also es ist nichts, was ich nach dem Foto male. Und dadurch bleibt einfach, was bleibt. Also wenn ich jetzt porträtiere, was ich auch durchaus tue, dann ist dann nachher einfach nur noch das da, was ich für nötig halte oder was ich denke, das transportiert oder zeigt mit den Menschen am meisten oder die Situation. So. 2 große Themen in deinem Leben. Gestalt, Tiere und Lebensklang. Gestalt, Tiere, würde ich sagen, ja, sehen wir hier. Genau. Kann ich erkennen, unschwer. Genau. Also vorher habe ich das nicht so in so 2 Richtungen, auch nicht verbal, oder ich habe da keine Begriffe für gehabt. Ich habe einfach verschiedene Sachen gemalt. Und das eine immer, was mich einfach sehr, sehr dicht berührt und trifft, und das nenne ich heute halt Lebensklang. Das hat sich dann halt in diese 2 Richtungen kristallisiert. Und das andere ist eben halt, das sind tatsächlich die Gestalttiere. Und gerne, ja, mache ich auch ein bisschen Spaß mit uns Frauen, mit dem Frauengeschlecht. Wie funktioniert diese Inspiration? Also wie kommst du zu deinen Motiven? Teilweise erlebe ich die. Also das ist, kennt jeder, mal zu zweit in einer Badewanne sitzen und dann trete ich, also das ist nicht geplant. Ich kann mich dann plötzlich von außen sehen. Und in dem Fall fand ich das schon lustig, in so einer kleinen Hamburger Badewanne und wohin die Beine tun und untereinander und sich hin und her
schieben, bis es bequem ist. Und da wusste ich einfach, ich male das. Und es war auch völlig klar, ich male es nicht real mit Menschen, sondern eben halt in diesen Tiergestalttieren. Mhm. Also so läuft das. Und dann geht das natürlich schon so, welche Figur möchte ich da jetzt nehmen? Welches Tier also repräsentiert das vielleicht ein Stück weit? Und dann gehe ich auch schon an den Computer und recherchiere zum Beispiel Sachen, wie sehen die Beine von dieser Straußendame aus? Ne? Wie sehen da unten die Füße aus oder so? Ne? Was, das mache ich dann schon. Und dann mache ich das aber wieder zu und dann geht das wieder aus dem Kopf weiter. Mhm. Also ist es so ein bisschen eine Orientierung, dass man sagt, also, ja, wie sieht das in Wahrheit aus? Und dann kommt der kreative Aspekt dazu, wie setze ich jetzt meine Vision um? Genau. Mhm. Und diese Ideen, die kommen dir einfach aus Beobachtungen heraus, die aus Gesprächen, die du vielleicht führst? Aus Beobachtungen, aus Gesprächen. Also heute könnte auch noch was entstehen. Das weiß da ich. Da musst du wiederkommen und uns nicht. Das zeigen, ja, was da passiert. Das ist sehr hochspannend. Ja. Ja, also ich kann das nicht genau sagen. Also manchmal liegt das auch schon 6 Jahre zurück. Irgendwie, also dieses Bild dahinter, da habe ich 8 Jahre gewartet, bis ich es gemalt habe. Also es, manchmal mache ich mir einen kurzen einen Satz dazu. Also ich schreibe mir das dann schon mal auf, so wenn ich eine Idee habe oder wenn ich weiß, das möchte ich gerne malen, dann schreibe ich kurz einen Satz auf. Oder ja, und dann dauert das einfach, bis ich sage, so jetzt ist es dran. Und bei den Bildern treibt sich das eigentlich alleine voran. Während ich an einem Bild male, was in dem Fall so ungefähr an die 3 bis 4 Monate dauert, dann habe ich eigentlich immer schon 2, 3 Bilder wieder im Hinterkopf, die ich malen möchte. Also es ist eigentlich eine Warteliste bei mir zu Hause. So. Genau. Also ich denke, da gibt es keinen Mangel an Ideen. Da geht auch nichts verloren, dass du sagst, Mensch, ich hatte vor 7 Jahren diese doch, Idee. Doch, es gehen Sachen verloren. Will ich gar nicht mehr, bin gar nicht mehr daran interessiert. Doch. Ja? Also es gehen Sachen verloren und dann denke ich, es ist aber auch nicht wichtig, sie zu meinen. Mhm. Ja, okay. Also dann ist es einfach nicht oder nicht dran oder es wird wiederkommen. So, weil ich dann vielleicht wieder ein Gespräch habe oder was sehe oder von irgendwas berührt werde oder keine Ahnung. Und dann kommt es entweder wieder hoch, dass ich mich daran erinnere oder es geht weg. Also könntest du dir aufschreiben oder so ein Skizzenbuch machen? Ja, das mache ich, aber manchmal verpasse ich das auch. Oder die Skizze mache ich nicht, sondern ich mache dann einen Zettel und den lege ich dann irgendwo hin und dann ist er erstmal weg. So. Also weil das beim nächsten mir Umzug findest du den wieder und vielleicht, dann genau. Also es fällt mir manchmal ja in der Bahn ein, dann würde ich es ins Handy schreiben. Und wenn es im Atelier ist, da habe ich dann durchaus so ein Büchlein. Oder ich mache es in 3, 4 Linien dann, so eine kleine, grobe Skizze. Und zu Hause ist schon schwieriger und dann kann das überall liegen. Kleines Atelier in der City Nord, in dem große Bilder entstehen. Also Großformatik meine ich jetzt in dem Fall. Sind die alle so groß oder malst du auch kleinere Bilder? Also es gibt auch kleinere in der Größe, aber ich mal schon sehr gerne groß, weil es mehr Spannungsmomente gibt. Also man kann das, was Kleines auf dem Bild, größer in der Spannung zu dem also großen, zu der Hauptperson setzen. Und das kann weiter entfernt voneinander sein und ich muss nicht so friemeln. Also ich mag gerne, auch wenn ich viel friemeln, mag ich trotzdem auch gerne großzügig arbeiten. Mhm. Also ich fange immer großzügig an und dann fange ich an zu friemeln. Christian, deine Inspiration zu dem, was wir auf deinen Bildern sehen. Möchtest du da was zu sagen? Ja, bei mir ist zum Beispiel, ich wollte noch ein Bild fertig machen, habe leider nicht mehr geschafft. Ich habe dir aber ein paar kleine Holzstücke mitgebracht. Sind verschiedene Abstraktmotive, die ich jetzt zusammenfüge. Und dahin entsteht so ein 1,20 Meter mal 1,20 Meter ein Holzbild. Die Ideen, es ist schwierig zu sagen. Ich male fast jetzt jeden Tag, wenn ich zum Beispiel, ich arbeite bis 22 Uhr, fahre nach Hause und da male ich noch 2 Stunden. Okay. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Freundin mich unterstützt und
Die rührt die Farbe an, oder? Ich unterstütze, dass ich die Zeit dafür habe. Ach so, ach so. Ja, weil, also sie macht nicht mit, sondern sie lässt dir den freien Raum, den du brauchst, um künstlerisch tätig sein zu können. Sie unterstützt neben dem mich. Genau, und motiviert mich auch. Ich kann dann jeden Tag vielleicht 2 Stunden noch malen. Ich gehe jeden Tag vielleicht um 1 Uhr ins Bett. Ja, und die Motive entstehen zum Beispiel, das ist mein Crazy Daisy, hat sich dort in der Mitte ein kleiner Oktopus sich entwickelt, so ein gelber Oktopus. Mhm. War nicht so geplant, aber es kam so, und auch meine Freundin sagte, ist ein Oktopus, lass uns sie Daisy nennen. Und so entstand Crazy Daisy. Das ist ein Bild mit 81 kleinen Holzstücken, wie zum Beispiel hier, grundiert, dann geschliffen grundiert, und jeder einzelne Stück ist einzeln so gemalt. Es dauert vielleicht 1-2 Monate. Oh ja, da ist richtig Arbeit drin. Ja, es ist ganz viel Arbeit. Ich mache das aber sehr gerne. Ich kann sehr gut abschalten. Auch von, das hat so ein bisschen was Meditatives möglicherweise. Ja, es ist ich habe einen stressigen Job, wo ich immer konzentrieren sein muss. Ich habe jetzt mit dem Malerei ist mein Ort, wo ich abschalten kann, in mein kleines Studio. Wir haben eine Wohnung, wo ich mich leider ausgebreitet habe jetzt. Es gibt nicht mehr nur mein kleines Studio und Zimmer, sondern die ganze Wohnung ist jetzt ein Studio geworden. Ein Zimmer und diese Geschichte mit dem Kochen, was du vorhin erzählt hast, dass dein Hobby war ja eigentlich das Kochen. Ja. Und nun bist du in die Malerei gegangen, ein Zimmer und eine Küche sozusagen spielt auch eine Rolle bei Melanie Pick. Genau. Ihr künstlerischer Prozess beginnt jedes Mal darin oder damit, dass sie Folie in der Küche auslegt. Genau. Und dann die Materialien zusammensuchst. Und das Ganze ist ein Ritual geworden. Genau. Ich sage immer, ich fühle mich ein bisschen wie Dexter, weil ich erstmal meine Küche komplett mit Folie auslegen muss. Mhm. Und ich habe kein Atelier, ich habe tatsächlich nur so 50 Zentimeter zwischen Fensterbank und Küchentisch Platz, um da dann. Das ist dein Atelier? Das ist mein Atelier. 50 Zentimeter? Genau, und dann halt in der Länge. Also der Zwischenraum ist 50 Zentimeter und ich stehe dann quasi das Fenster in den Rücken und mal dann, kann dann groß, also bis zu 1,50 Meter kann ich dann an den Tisch lehnen und dann malen oder auf meine Staffelei. Aber dann ist die Küche aber auch fast nicht mehr betretbar. Hm. Hamburgs kleinstes Künstleratelier. So ungefähr, so fühle ich mich manchmal. Wie charmant. Ja, das ist der beste Weg. Ich habe halt noch einen Fulltime-Job und ein kleines Kind, nicht 13-jährige Tochter. Und ich habe nicht die Zeit, dann abends noch mal wegzufahren in einen anderen Raum, um da zu malen. Also es muss schon so. Also du malst eigentlich abends? Genau, ich male dann abends, wenn alle. Aber trinkst dann auch noch Kaffee? Dann trinke ich noch Kaffee. Aber ich bin Grafikdesignerin auch und arbeite auch in dem Beruf. Und das ist wir sind ja eh. Und ein verbreiteter Beruf in Hamburg, ja, wie ich heute Abend vermute. 50% öfter, meiner Gäste sind Grafikdesigner. Irgendwie gefühlt, ja. Ja, also da gibt es den Kaffee, dann setzt du dich vor die leere Leinwand sozusagen und dann geht das los. Genau, über Musik eigentlich tatsächlich. Also, neuer Aspekt. Ich habe vor einem Jahr erst wieder angefangen zu malen. Ich habe sehr, sehr lange überhaupt gar nicht gemalt, durch meinen Beruf einfach. So mit 60 Stunden Arbeitsstunden kommt man abends nicht mehr dazu zu malen. Und ja gut, Grafikdesign heißt aber ja im Prinzip auch künstlerisch etwas Artverwandtes, genau, zu machen. Also Grafikdesign ist im weitesten Sinne Malerei, sage ich jetzt mal. Ja? Kann man das so sagen? Ja. Ja? Nee? Es
Kommt drauf an. Korrigier mich. Also ich habe mich aus dem ganzen Werbezirkus rausgezogen. Ich habe da auch tatsächlich, also diesen Medienbereich, das war irgendwann zu viel auch. Und ich arbeite in so einer ganz kleinen Nische Schulfotografie. Wir machen Jahrbücher für Schulen und fotografieren Kinder. Und das hat mir wieder, ich habe mich als Grafikerin mit eingebracht in die Firma und wir haben das jetzt erstmal aufgebaut, meine Chefs. Und jetzt erst nach 4 Jahren habe ich wieder Zeit, mich auch mal wieder Bilder zu malen. Und das hatte ich ganz lange in meinem Beruf nicht. Aber Kinderfotografie, generell Fotografie, auch Menschen zu fotografieren, ist ja auch ein sehr kreativer Akt. Genau. Und dadurch hatte ich keine kreative Inspiration mehr für Bilder tatsächlich, weil ich die ganze Zeit immer auf Knopfdruck mir irgendwas ausdenken muss, irgendwas fertig machen muss, irgendein Flyer muss layoutet werden, irgendwas muss immer fertig werden. Und dadurch hat man dann keine Zeit, seine eigenen Sachen fertig zu machen. Und dadurch blieb der Pinsel tatsächlich lange liegen. Nach meinem Studium habe ich in der Werbung angefangen und dann erst mal fast 20 Jahre nicht gemalt. Und dann erst Anfang des Jahres nach einem Schicksalsschlag auch, dachte ich, jetzt muss es wieder raus. Und dann ging das über Musik tatsächlich bei mir. Also ich male nach Musik. Also bei mir hat jede Farbe eine Musik. Also jede Farbkombination hat eine Musikrichtung oder eine Musik, tatsächlich auch ein Lied. Bestimmte Farben haben bestimmte Farbkombinationen haben bestimmte Lieder. Und ich setze mich erstmal hin und stelle mir einen Soundtrack zusammen und dann fange ich an zu malen. Also eher andersrum, so ein bisschen. Jetzt frage ich mich, sind deine Bilder abstrakt? Oder ist da möglicherweise, ist die Frage. Also da oben würde ich zum Beispiel Windmühlen Also das da oben ist tatsächlich, Manhattan soll das darstellen, sehr, sehr abstrakt. Also ich male tatsächlich abstrakt, also hauptsächlich abstrakt. Okay. Das Realistische liegt mir überhaupt nicht, auch wenn meine Studiums zum Grafikdesigner, das lag mir immer nicht so gern gut. Und ich fand abstrakte Kunst immer, weil jeder kann da selber was drin sehen. Ja. Also meine Bilder sind, jetzt bei dem Bild ist es tatsächlich, hat jetzt eine Richtung, aber jeder kann bei mir seine Bilder sich so hängen, wie er ein Bild empfindet. Das heißt, man könnte sie auch drehen. Ja, bei dem wird es jetzt tatsächlich keinen Sinn machen, aber bei den drei Bildern, die kann man sich tatsächlich so hinhängen, wie man das für sein Wohnzimmer, für sein, wo auch immer das Bild hängen soll, reinpasst. Also das Manhattan-Bild sollte Manhattan darstellen? Genau. Das war die Idee dahinter. Ich male jetzt mal Manhattan. Genau. Bei den anderen gab es diese Grundidee nicht, sondern es gab die Musik. Das war die Grundidee, die Musik. Und dann das... Ich stelle mich tatsächlich manchmal in die Küche und haue dann so die Farbe auf die Leinwand. Also wenn dann ein Musikstück sehr aggressiv ist, wenn das sehr aggressive Musik ist, wenn man das jetzt mal so ausdrückt, dann landen auch sehr viele Splatter auf der Leinwand. Wenn es dann wieder ruhiger wird, das sind dann auch ruhigere Farben. Also Blau, Blautöne sind sehr ruhige Musikstücke tatsächlich. Und dann so Rot, Gelb. Das wären dann schon wieder aggressivere Musik, also auch sehr gemixte Musikrichtung, also nicht festgelegt auf eine. Also es ist immer, und dann auch wenn Musik wechselt tatsächlich, ist ein Lied wechselt, dann verändert sich bei mir auch tatsächlich dann die Farbe dann in einem Bild. Und manchmal gefällt es mir dann nicht und dann male ich das Bild weiß über und dann kommt das nächste Motiv wieder drauf. Also viele Bilder sind bei mir 3-4 Mal übermalt erst. Das spart Leinwandkosten und das ist eine ganz ähnliche Vorgehensweise wie bei Christian Galan, nämlich der Recycling-Gedanke. Genau. Ne, warum jedes Mal eine neue Leinwand kaufen? Man kann sie doch übermalen, aber es ist schade um das Kunstwerk, das dann nicht mehr zu sehen ist. Es entstehen tatsächlich durch das Übermalen entstehen ganz witzige Strukturen in den Bildern, sodass das Übermalte, geht zwar die Farbe verloren, aber die Struktur nicht, weil die kommt immer wieder durch und dadurch, wie bei deinen Bildern ja auch, kriegt man Struktur in die Bilder rein. Tut es dir aber dann auch manchmal leid im Nachhinein, dass ich hatte letzte Woche noch ein Bild und das habe ich übermalt und jetzt das hätte ich gerne wieder. Das mache ich nur. Ne? Kann man die Farbe runterwaschen? Nee. Nein, es tut mir auch tatsächlich nicht leid. Also es hat dann schon einen Grund, warum ich es übermale. Also ich gucke mir die Bilder auch 2-3 Tage an. Also ich lasse die auch noch mal wirken und stelle die dann in die Ecke, hole es noch mal raus. Nee, es gefällt mir jetzt wirklich nicht. Also, nee. Machst du sicherheitshalber ein Foto? Ja, Fotos mache ich davon. Also hast du noch die Erinnerung? Die Erinnerung habe ich noch, aber das sind jetzt, ich mache halt nur schnell ein Foto und dann entweder ich stelle es auch tatsächlich auf Instagram dann
Und also auf Instagram, auf meinem Profil, sind auch Bilder, die gar nicht mehr existieren tatsächlich. Also Fotos von Bildern, die schon längst dann entfernt wurden. Ja, und dann kommt das Angebot eines Sammlers, der sagt, hör mal, ich habe da vor 3 Wochen mal ein Bild bei dir gesehen, das finde ich so toll. Ich habe lange darüber nachgedacht, ich müsste es kaufen. Dann ist natürlich schlecht. Und du? Dann kann ich anbieten, anderes. Und ärgern, ja. Ja gut, das ist dann Risiko, aber in der Regel, also die Bilder, die mir dann, also es hat dann auch schon Grund, warum ich sie übermale. Also das ist dann nicht, weil ich jetzt Platz brauche oder dann wieder eine Leinwand brauche, sondern ich kann mich dann mit dem Bild auch nicht mehr identifizieren oder es gefällt mir einfach nicht, mich stört irgendwas an dem Bild. Und solche Bilder könnte ich auch nicht verkaufen. Also ich muss schon was, also es muss schon jemand ein Bild von mir sich aufhängen, womit ich auch mich identifizieren kann, wo ich sagen kann, ja, das gefällt mir. Wenn es mir nicht gefällt, muss ich es übermalen. Ja, da unterscheiden wir beide uns ein bisschen. Ich habe für mich einfach festgestellt, ja, ich habe natürlich starke und schwache Werke und, aus meinem Empfinden. Mhm. Und manchmal sind sie vielleicht auch misslungen. Aber das Komische ist, wenn ich solche Dinge dann veröffentliche, dann kommt natürlich unterschiedliches Feedback. Weil ja, Bilder, die ich ganz toll und gelungen finde, da sagen Leute, größte Schrott. Und die, die ich dann als misslungen empfinde, da kommen die höchsten Gebote. Nicht? Also merkwürdig. Ne? Es liegt tatsächlich im Auge des Betrachters offensichtlich. Ja. Aber das bin ich durch meinen Beruf ja auch sowieso gewöhnt. Also ich kreiere ja für jemanden etwas und dann sagt der, und ich finde das ganz furchtbar, der möchte das aber so haben. Und dann wirklich der Hand, oh mein Gott, das kann man eigentlich nicht machen. Und er sagt, doch, das finde ich toll, das möchte ich haben und genauso müssen Sie mir das jetzt machen und drucken lassen. Und dann denke ich, okay, ich würde es anders machen, aber es ist seine Meinung, er ist Kunde, er kann das so haben. Und so ist das bei mir halt auch mit den... Signierst du dann solche Arbeiten, beziehungsweise stehst du mit deinem Namen dahinter? Ja. Das schon? Das schon. Manchmal signiere ich auf der Rückseite, das liegt aber daran, dass halt jeder das Bild hinhängen kann, wie er möchte. Aber signieren tue ich sie. Also ich stehe alle Bilder, die auch nicht mehr übermalt werden, die werden dann lackiert, die signiere ich dann. Und die bleiben dann. Die Signierten werden auch nicht mehr übermalt. Ja, wie ich immer zu sagen pflege, also für die Fans meiner Werke signiere ich und für die pessimistischen Kritiker resigniere ich die Bilder. Ja, meine Familie kann zum Teil mit meinen Sachen gar nichts anfangen. Also es ist tatsächlich, meine Tochter steht davor und sagt, puh, Farbe auf der Wand, schön, Mama. Und geht wieder. Also, die hat da überhaupt gar kein Verständnis für. Also die ist da noch nicht mal ein Kritiker. Und mein Mann, der sagt dann tatsächlich schon mal so, das sieht komisch aus oder die Farben sind komisch. Also aber das meiste ist dann, wenn es mir nicht gefällt. Also mir muss ein schwierige Bild familiäre Verhältnisse, ja. Ein Teufelskreis. Ja, wenn das Kind ins MoMA geht und da unten sitzt und sagt, hängen jetzt nur Bilder, dann... braucht man da Kunst nicht weiter zu erziehen. Also das glaube ich dann durch das Thema. Es ist dann ein bisschen schwierig, immer so was zu präsentieren in der Familie, das stimmt schon. Ja, wobei eben die Ausstellungsmacher, wie Grace ja auch eine davon ist, lassen sich ganz viele tolle Dinge einfallen, um eben auch jene Menschen für Kunst zu begeistern, die erstmal sagen, Kunst, das klingt verstaubt und trocken, nicht? Aber so ist es ja. Im Ergebnis gar nicht, denn die Welt der Kunst ist bunt und vielfältig und großartig. Ein Austausch. Also ich sehe Kunst als Austausch von Kulturen. Also eine Kultur kommt immer nur weiter, wenn sie sich austauscht. Und ja. In der heutigen Zeit ist das wieder, wo sich die Länder versuchen, wieder sich einzukapseln in sich selber, finde ich, ist Kunst ein Medium, um über die Grenzen hinaus Austausch zu praktizieren, über die Grenzen im Kopf. Ja, es ist immer Kontakt auch. Genau, es ist Kontakt, ist einfach Austausch. Ja. Man tauscht sich aus, man kontaktiert andere Leute, man redet miteinander und die Grenzen im Kopf öffnet das auch so ein bisschen. Also das ist für mich so Kunst, soll Kunst darstellen, dass das auch öffnet. Also eine Kultur hat sich immer erst entwickelt, wenn sie Kunst, wenn sich was ausgetauscht hat. Ja. In Spanien damals mit dem Muslimischen und dem Katholischen, das hat sich so ein bisschen vermischt, da gab es Austausch. Und der stagnierte dann in dem Moment, wo die sich dann wieder einkapselten. Und das kann man halt so geschichtlich auch beobachten. Und das ist Kunst für mich. Ein Austausch der Kulturen. Im Grunde genommen passt das ja auch sehr gut in unsere heutige Zeit. Nicht? Wo es auch wieder darum geht, Grenzen zu errichten, Mauern zu bauen. Ja, bitte nicht. Vorhin fiel die Bemerkung, es war gerade die Mauer weg. Also gemeint war die DDR-Mauer. Ja, Gott sei Dank war die Mauer weg. Ne? Gott sei Dank.
Und jetzt fangen wir wieder an, Mauern zu bauen. Ja, ich finde, wir sollten mit der Kunst versuchen, diese Mauern zumindest zu überwinden wieder, auch in den Köpfen der Menschen. Ja. Das ist ja so furchtbar. Seid ihr beide waschechte Hamburger? Ich bin echte Hamburgerin. Meine Familie ja, ich aber nicht in Hamburg geboren. Okay, aber ihr lebt, also ja, alle leben in Hamburg, ja, alle genau, vier. Und ich hatte deswegen gefragt, weil du vorhin sagtest, die Mauer war weg und dann kamen ganz viele Grafikdesigner sozusagen aus der... Künstler, einfach Illustratoren, ne? Ja, ja, und dann war der Markt natürlich erstmal überschwemmt, wie in vielen Branchen. Wie alles, Wohnungen und Autos gab es nicht gebrauchte, ne? Also es war ja alles irgendwie überschwemmt, ja, aber auch im positiven Sinne, finde ich. Ja, und Rumänien... Haben wir gehört, da bist du ja geboren und aufgewachsen. Ja. Wie lange bist du schon in Deutschland? Seit jetzt, glaube ich, 7 Jahre. Oh, dafür sprichst du aber sehr gutes Deutsch. Och, danke. ich habe erst einmal Deutsch gelernt. Es war eine Herkules-Aufgabe, weil die deutsche Sprache sehr schwer war. Rumänisch ist. Warst du bei Grace in der Sprachenschule? Nein, leider nicht. Ich bin erst einmal in Fulda gelandet. Das ist irgendwo Mitte Deutschland. Okay. Sehr konservativ. Ich muss, ja. C1 oder C2. Ja, ich habe dort erst einmal Deutsch gelernt, weil ich wusste, wenn ich hier schaffen will, dann muss ich auch die Sprache ein bisschen beherrschen. Ja, Fulda, Wangels, dort gibt es ein tolles Resort, wo ich mich weiterentwickelt habe, heißt Grand Village Resort und Spa am Meer. Dann habe ich Hamburg entdeckt und mich sofort verliebt. ist sehr, sehr schön. Hamburg ist also nicht in eine Hamburgerin, sondern in die Stadt Hamburg. Nein, Hamburg. Also wenn man in Hamburg geboren ist, dann gibt es so Phasen, wo man das nicht mehr sehen kann. Aber da es so viel zugereiste Wahlhamburger gibt, wurde mir die Stadt auch immer wieder neu erschlossen durch einfach Menschen, die sagen, hier Hamburg ist es. Ne? Und ich kann Hamburg auch ist toll. Durch die Stadt gehen und sie angucken, als wäre ich dann ein Tourist. Und sie neu lieben lernen und sie hat viele schöne Und eine ganz großartige Entwicklung eben auch bei Grace festzustellen. Grace, Wurzeln in Nigeria. Genau. Studium in Großbritannien. Überhaupt viel Familie in Großbritannien in deinem Fall. Genau. Da müssen wir nochmal über den Brexit sprechen, machen wir in einer anderen Sendung, wo wir nämlich deine Lebensgeschichte, deinen Lebensweg nochmal ein bisschen beleuchten. Denn es ist großartig, was du aus dir auch gemacht hast, muss man sagen. Diese Karriere, die du einfach brillant hingelegt hast. Tolles Unternehmen hier in der Stadt Hamburg. Und eine tolle Galerie. Großartig, bitte unbedingt weiter so. Ich bin ein großer Grace-Denker-Fan. Dankeschön. Da habe ich mich hier heute an outen. Ne? Großartige Geschichte, das beleuchten wir in einer anderen Sendung. Ja, wie kurzweilig das hier sein kann. Die Sendung ist schon wieder zu Ende. Wow. Ich glaube es nicht, war das toll. Schön, dass ihr da seid. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Besuch hier bei mir. Ich bedanke mich bei Melanie Pick. Ich bedanke mich ebenfalls bei, jetzt muss ich hier mal gerade gucken, eben wusste ich es noch nicht, Marion Meinberg, genau. Christian Galan und natürlich Grace Denker. Eine denkwürdige Sendung geht also hier an dieser Stelle zu Ende. Und noch einmal, wer hier gerne auch dabei sein möchte, tut euch keine Scheu an, bewerbt euch zum Beispiel bei Tide direkt hier beim Sender oder eben bei mir bei Cosmo Limon. Und dann habt ihr alle die Chance, hier möglicherweise auch dabei zu sein. Schön, dass ihr eingeschaltet hattet und schaltet nächsten Monat wieder ein, wenn es heißt, was kannst du bei Tide TV?